Okay, also ich habe gesagt, dass trotzdem die bekannte Legende, dass die erste Demokratie war die alte Griechenland, nämlich alte Athen, ja, es war ziemlich falsch, ja, das heißt, Frauen hatten keine Rechte, ja, die Sklaverei, also das war gute Demokratie für weiße, reiche Männer, wunderbar, wunderschön, ja, also das heißt, zwischen 15.000 Personen, zwischen 1,5, 2 Millionen Bewohner damals. Und wir haben gesagt, dass die echte Demokratie war, Überraschung, alte jüdische Staat Israel. Das heißt, nach Montesquieu, der große Philosophiker, ja, der sagte, die Demokratie, es ist nicht die Wahlen, ja und nein, nicht die Konstitution, ja oder nein. Ja, wir erinnern uns, in Rumänien Ceausescu und Stalins Sowjetunion war Konstitution, also es hat nicht geholfen tatsächlich, ja. Also es ist eine Fiktion. Also echte Demokratie, das ist die Drei-Mächte-Verteilung, ja, also Separation sozusagen, ja. Und das ist genau, was die jüdische Stadt ist. Nach dem Torah verschritten. Ja, wir haben gesagt, dass die Exekutive Macht, das ist die König, die Judikative, das ist wer? Das ist die Sanhedrin, die Gremium der Rabbiner. Und was fehlt noch uns? Die dritte. Legislative. Okay, es ist jetzt Legislative, aber damals das war die Kohanim, die Priestern Macht. Okay, also es ist nicht genau die gleiche Namen und die gleiche Wertvorstellungen, aber die Idee, ja, das heißt die König war kein Diktator, ja. Die König konnte damals nicht allein dem Krieg anzufangen. Ja, es ist bekannt, jüdischer König sollte das vom Sanhedrin bestätigen oder nicht bestätigen, kein Bestätigen, kein Krieg. Ja, also und das ist im Deklamen, es ist was genau die Probleme mit die berühmte Geschichte mit König David und Uriah der Hethiter. Ja, das heißt, auch König kann nicht allein Todesstrafe verurteilen, ohne diese Gremium Sanhedrin-Bestätigung. Und das war genau die Problem mit König David, dass er hatte allein Todesstrafe für die Uriah Hittier durchgeführt. Ja? Also das, die Urteil war zu Recht, aber die Prozedur, und das ist etwa kritisch, nicht formalisch, bürokratisch. Es ist etwas kritisch. Also keine Macht soll über andere regieren, sozusagen. Und das, ich am Ende habe gesagt, das ist genau die heutzutage Probleme im Staat Israel. Wo ist die juristische Macht, hat übergreifen über die Knesset und so weiter. Und das ist genau die Probleme. Ja, also nicht echte dreimächtige Verteilung, noch im Deklamen eine Sternchen. In unterschiedlichen Ländern, das heißt unterschiedlich. Das heißt, im Israel, im Staat Israel heutzutage, die Parlament, die Knesset, heißt Judikative Macht und die Richter, sie heißen richtiger Macht. Ja? Also Richter, Judikative, Gesetzgebermacht auf rein Hebräisch und natürlich Exekutive, die Regierung, ist noch eine Probleme, die Stadt Israel mit Bewusstsein hat die deutsche Systeme kopiert hat und das heißt, die Regierung stammt von dem Parlament. Ja? Das ist die beiden Probleme, wie in Deutschland, wie in Israel statt. Ja? Also die Staatsoberhaupt, der Ministerpräsident. Ja, die Kanzler, Kanzlerin oder Ministerpräsident muss vom Knesset kommen und bleibt Knesset-Mitglied oder Bundestag-Mitglied. Ja?
nicht wie im USA, wo es wirklich diese Trennung gibt, dass die Präsident und seine Kabinett sind keine Mitglieder im Parlament auf keinen Fall. Und ich habe gesagt, dass die Vorväter von die Amerika, sie hatten nicht umsonst im Tanach, im jüdischen Bibel, diese Vorbild vorgenommen für sich als gläubige Christen, als gläubige Protestanten. Und deswegen, sie sind einfach zu diese drei Mächte Verteilung bekommen. Ja, das ist klar. Das ist ein historischer Hinblick. Okay, jetzt wir gehen weiter für heute. Und für heute, ich habe mich einige Punkte geschrieben. Also, wir haben gesagt über die Königtum letztes Mal, dass die Königtum, das ist die normale Name für Staat im Heiligen Schriften. Ja? Weil, wie gesagt, dass manche Hunderte und Tausende Jahre, außer unsere 20. und 21. Jahrhundert, das immer war die Königtum, ja, und diese die andere Name, ja, also Kaiser, Kaiser, die Caesar und so weiter und so fort, ja, egal, im Osten es heißt Schach oder Padischach oder Sultan, die Idee ist klar, eine Autokrat, ja. Also muss man nicht fürchten von diesem Namen. Nicht in dem Sinn, dass wir streben zurück zum Königtum, wie viele islamische Forscher und Philosophiker und auch Kadi und Priester, sie echt streben zum damals. Ja, das ist eine wirkliche geistliche Wunsch für sich selbst, ja. Wir streben für einen idealen Staat, egal unter welchem Namen. Ja? Für uns, von den Leuten, die Torah erfüllen, es ist egal, ob heißt das Demokratie, ob Königtum, es muss richtig und gerecht sein. Okay? Und deswegen, wir haben keinen Fürst von dem Demokratie-Wort und auch vom Wort König. Weil wieder der jüdische König ist kein Autokrat, kein Diktator. Jüdischer König, er begrenzt mit unterschiedlichen Grenzen. Ich habe gesagt, gibt es noch eine vierte Macht. Was ist die vierte Macht? Damals und jetzt, Christel hat richtig gesagt dann. Damals, die vierte Macht, das war die Propheteninstitution, ja. Die Prophet konnte kritisieren die Jede. Das heißt, nicht nur die König, die Prophet konnte die ganze Volk, die ganze jüdische Volk kritisieren. Ja? Zum Beispiel, kennen Sie die Beispiele? Ja, bei Batseba. Als der David die Batseba und den Uria weggeschickt hat. Ja, aber das ist Kritik über den König. Das kann man verstehen. Aber ich suche die Schärfe Beispiele, wo Elia. Der Prophet die ganz jüdische Volk kritisiert. Das ist Elia. Jeremia. Richtig. Vollkommen richtig, Herr Schäfer. Die Eliau, der Prophet, er sagt zum Gott, ich habe alleine für dich treu geblieben. Ja? Die alle Juden sind nicht mit dir, ja? Mit dem Gott. Ja? Sie begeben sich zum Götzendienst da und dort. Also bitte, lieber Gott, nimm den Torah zurück zum Himmel. Ja, das ist bekannt, ja? Die Geschichte. Ja? Das heißt, die Elia geht 40 Tage nach Berg Sinai, ja, es ist genau die 40 Jahre, die Juden nach dem Torah gegeben wurden in der Wüste. Also er macht ganz umgekehrt, 40 Tage, und dann kommt plötzlich zum Berg Sinai, trifft den Gott,
und sagt, liebe Gott, nimm die Tora zurück. Die Juden, alle Juden. Ich bin allein geblieben. Und was ist, die Gott sagt, zu dieser Kritik? Der Gott sagt, Malechapo Eliyahu, was hast du hier, Eliyahu? Du bist vollkommen falsch. Ja, es ist nicht so. Ich verstehe deine Kritik, aber doch, Juden haben die Torah nicht verlassen. Und wissen Sie, warum heute, nach der jüdischen Tradition, unsere traditionelle Erklärung, warum Eliyahu metaphorisch kommt zum Jede Beschneidung und zum Jede Seder, Pesach, Abend, Nacht? Warum bestimmt er und nicht andere Propheten? Haben Sie Ahnung? Das ist genau die Gottesantwort für diese Geschichte. Der Prophet sagte, die Juden haben die Tora verlassen. Und gibt es eine schöne Midrasch, die sagt, die Gott sagt zum Eliyahu, du wirst noch sehen, Eliyahu. Also die Gott verpflichtet ihm, der Prophet, gehen zum jede Beschneidung, das ist die Eliyahu, der Stuhl, der Prophet Eliyahu, und die jede Pesach Seder, das heißt die zwei Zeremonien, wo Juden verbinden sich mit Gott. Also Beschneidung ist ein privater Bund zwischen Einzelnen und dem Gott. Pesach Seder, es ist ein kollektiver Bund zwischen ganzem Volk, ganzem Kollektiv und dem Gott. Also die Gott ablehnt diese Kritik. Aber es ist schon und paradoxalisch und interessant, dass der Prophet konnte ganzem Volk kritisieren. Also noch mehr konnte der Prophet die Ministerien, die Regierung, die Kohanim alle kritisieren. Es ist klar, es ist schon kleine Münzen sozusagen, kleine Geld auf Hebräisch sagt man. Ja? Es ist nicht so große Herausforderung. Ja? Und genau auf diese Gründe, die Leute, dem Volk, dem Kollektiv, möchten die Propheten nicht. Genau auf diese Gründe, weil die Propheten kritisieren die ganzen Volk. Ja? Wir sind so gute Leute und kommt jemand und sagt, sie sind böse. Böse Schafe, böse Kollektiv. Ja? Das mag wir nicht. Okay. Also wer spielt heute diese vierte Macht? Ich habe ihn gesagt, letzter Unterricht. Die vierte Macht heute ist was sagen Sie dazu? Die vierte Macht heute sind Intellektuelle. Ja? Ich habe gesagt, die Schriftsteller, die Künstler, ja? Die Poeten, ja? Die Leute mit dem Geist. Ja? Ja, dass die Leute, die konnten vorzusehen, die Zukunft. Ja? Ich habe mitgebracht Emile Zola. Haben Sie gesehen seine Rede? Es wegen dem Dreyfus-Prozess im 19. Jahrhundert, der berühmte antisemitische Prozess, sehr, sehr bekannte Dinge in so. Neueste jüdische Geschichte. Ja? Und Emile Zola, französischer Schriftsteller, hat 100 Unterschriften gesammelt. Er war der Erste und hat eine Liste auf, erinnere schon nicht, welche parisische Zeitung hat gekauft. Und hat geschrieben, einen riesigen Artikel, ich attackiere, ich beschimpfe den Antisemitismus. Ja? Also er wollte Dreyfus verteidigen. J'accuse, ich klage an. Genau, ich klage an. Genau, das ist, bekommt eine, ich klage an, genau, das bekommt eine Phrase, ja? Eine bekannte Sprichwort sozusagen. Ja? Also jemand, der hat viel, viel Ärger, ja, Ungerechtigkeit. Ja? Also das ist, und am Ende des Tages, Dreyfus wurde freigestellt. Ja? Es wurde nach Gericht nachgeforscht, er war unschuldig. Es war wirklich war ein Antisemitismus, ja? Ein antisemitischer Prozess, ein antisemitisches juristisches Verfahren. Es war ein sehr, sehr kritischer Punkt für den Zionismus und er war
viele, viele Juden, Säkularjuden, wie Theodor Herzl und weiter, hätten sich erwachen, ja, sozusagen. Ja, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das ist die klassische, das ist die klassische vierte Macht. Ja, die manchmal hört man, manchmal hört man nicht. Also zum Beispiel heute, ja, die Leute hatten einige Hunderte unterschrieben, dass dieser amerikanische Journalist in Russland freigelassen, ja, eine Jude. Aber es ist egal, ja, dass die Regierung hört nicht. Aber doch, die vierte Macht sagt seine Wort, ja, wie protestieren, ja, er soll freigelassen werden, ja. Also, das, Eva kommt auch, Moment, ja, Eva ist dabei. Okay. Ja, also, wie gesagt, gibt es viele Facetten für die ideale Stadt. Jetzt eine interessante Frage, eine interessante wirtschaftsökonomische Frage. Wie geht das nach dem Torah? Welchen ökonomischen Stil soll diese idealische Stadt haben? Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, was sagen Sie dabei? Wie sieht es aus? Okay. Ist ja schon ein gleiches System, ne? Also jeder kriegt ja so ein etwa gleich großes Land, außer das Priestertum, ne? Bei den Priestern ist das wieder eine andere Sache. Aber sonst sind ja eigentlich alle erstmal gleichgestellt vom Also gleichbestellt, das heißt Sozialismus. Ja, das heißt, die Kommunisten hatten recht, muss man die private Eigentum abzuschaffen und so weiter. Okay, das kann man denken. Gibt es auch solche Ideen im Christentum? Ja, das heißt, wir kennen Sie diese Franziskaner, ja, die nehmen sich, das muss man nicht reich, muss man arm sein. Ja? Also sie gehen bestimmt ohne Schuhe, ja, das muss man arm sein. Ja? Das ist ein Ideal, arm. Ja. Kennen Sie Monty Python und Heilige Schriften? Nee. Kennen Sie überhaupt Monty Python? Okay, das ist eine Klassiker. Monty Python, es ist eine großartige Serial, eine Komödie. Es geläuft jahrelang eine britische Filme am 70er, 80er. Also gibt es eine, Solveig hat gekannt, gibt es einen Teil, die genau lacht über die Religion. Das heißt, lacht von Christentum, ja, nämlich zu sagen. Ja. Und dort, es heißt, ich habe mal gestellt einen Link, kann man finden, heute frei zu sehen, diesen Film. Zum Beispiel, ja, also diese Komiker, wie gesagt, die Leute dem Geist, sie haben scharf begriffen, die Ideen, ja, und das ist schon. Auch trotzdem, sie sind voll säkulär und so weiter. Also, dass in diesem Film Monty Python und Heilige Geist, etwa so, also sie... Der Heilige Gral, glaube ich, ist das. Nee. Oder ja. Okay, ich befinde die Links. Also, sie lachen von der christlichen Wahrnehmung, die ökonomische System, ja, das die Christentum verpflichtet. Ja? Es läuft folgendes: die Jesus läuft raus von den Römern, von den römischen Soldaten. Ja? Ach, das ist das Leben des Brian. Genau. Das Leben des Brian. Ja? Und er verliert eine Schuhe. Ja? Und was lernen die ersten Christen von dieser Tat? Ja, also Volk der Sandale. Wir müssen kopieren unsere Lehre. Gehen ohne eine Schule. Okay, das ist eine Idee. Zweite sagt, nein. Nimmt die Post und erhob sich. Wir müssen genau arm wie die Lehrer sein. Ja, und so weiter und so fort. Und dann, du siehst, wie Leute entwickeln. Ja, die unterschiedlichen Ideen, die haben keine Verbindung mit seinem Lehrer. Ja? Also, die Christentum hatte hunderte Jahre lang bestreitet,
innerlich, welche ökonomische Systeme soll sein. Ja? Besonders problematisch war, dass die katholische Kirche war natürlich die reichste Körper der Welt damals. Ja? Auch heute sind sie keine Arme. Ja? Also die Milliarden wurden gerichtet zum riesigen Dome. Ja? Und die Leute hatten arme Leben gehabt. Okay. Eva sagt, das ist kein Video, aber sie hört uns. Okay, danke. Also, und deswegen kommt in zur Welt diese Ordnern ins katholische Kirche, die behaupten diese oder andere Idee. Ja? Also kann man sagen, auch die Kommunisten, die Partei, auch kommt als diese ökonomische Idee. Also, aber was sagt die Tora? Die Tora selbst über welche ökonomische Ordnung müssen wir halten? Okay, muss man ehrlich sagen, das ist vielmal passiert. In der Tora stehen ganz widersprüchliche Stellen über diese Idee. Okay, schauen wir mal. Der erste Satz über die Wirtschaft, das ist Dvarim 15, 4. Okay. Ich stelle den Link. Wo ist unser Chat? Ja, rechts. Okay. Also, es sei denn, dass unter dir keine Dürftige ist, weil dich segnen wird Hashem, der Gott, in dem Land, welches Hashem, dein Gott, dir gibt zum Besitz, es einzunehmen. Also, der erste Satz verspricht, wir haben keine Ärmer in Zukunft im Heiligen Land der Israel. Das heißt, welche ökonomische Regime es ist? Ja, Sozialismus. Es ist Sozialismus oder Kommunismus. Ja? Also keine armen Menschen. Ja? Sehr gut. Also kann man denken, dass die Heiligen Schriften, sie sind dafür links oder linksradikal, ökonomische Idee. Aber halten Sie fest, nicht so schnell. Auf, nicht, muss man sagen, dem gleichen Kapitel. Noch nur drei Sätze unter von diesem Satz. Die Tora sagt komplett umgekehrte Dinge. Und nämlich Dvarim 15, 7 und 8. Ich stelle den Link. Okay. Also, wenn unter dir sein wird ein Bedürftiger, ja, es oben wurde gesagt, du hast keine Bedürftige, ja? Noch drei Sätze unter, plötzlich gibt es Bedürftige. Irgendeine deine Brüder in einem deiner Tore, in deinem Land, das Geschenk, den Gott dir gibt, so verhärte nicht dein Herz und verschließe nicht dein Hand vor deinen dürftigen Brüdern. Die Tora meint, du sollst das Geld einleihen, ja, vom Bedürftigen, ja, also unsere Banksysteme sozusagen, ja. Jemand hat kein Geld, kein Problem, die Bank gibt dich mit Prozent, sehr, sehr gerne, ja. Also, nun, dass der zweite Satz, es ist klar, das ist ein Kapitalismus, ja. Gibt es die Bedürftige, gibt es die Banken, Prozenten, okay, es nicht steht direkt, die Tora sogar verbietet, die Prozent, die Bankprozent, ja. Aber doch, wie funktionieren heute die Banks in der Welt? Mit Prozenten, oder? Ja. Wenn es ist kein Prozent, gibt es keine Idee, dass Bank existiert wird, ja. Muss man ehrlich zugeben, zwei Punkte. Gibt es eine besondere... Aber das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich nicht. Wenn in dem Satz 7, 8 gesagt wird, wenn es trotzdem, obwohl es keine Bedürftigen geben soll, es trotzdem welche gibt, dann müsst ihr ihnen mit offener Hand helfen, dann spricht das doch genau gegen einen frei agierenden Kapitalismus. Nein, die viele Kommentatoren verstehen, dass das ist genau ein Kapitalismus, ein privater Markt. Und gibt es die Leute, die sind nicht anzubauen zu diesen Systemen. Sie haben keinen Erfolg. Verstehen Sie? Es ist klar, dass es die zweite Stelle redet über den Kapitalismus. Gibt es die Leute, die sind sehr, sehr erfolgreich mit Konkurrenzsystemen und gibt es die nicht? Für denen die zweite Gruppe, die sind nicht so erfolgreich, dann du sollst besorgen. Okay? Das heißt, das ist unsere deutsche Sozialstaat. Okay? Also, das heißt, die deutsche Sozialstaat genau hat in diese Richtung gegangen. Das ist ein Kapitalismus, aber ein milder Kapitalismus, nicht amerikanisch. Ja? Das heißt, der amerikanische sehr, sehr riesige Kapitalismus mit riesigem Erfolg und riesiger Armut. Ja? Also quasi keine Miete. Die deutsche Stadt nach dem Krieg unter Adenauer hat zum anderen Direktion gegangen. Ja, das gibt es auch die relativ nicht so reiche Leute und wir versorgen für diese Gruppe. Ja? Also nicht komplett zum Boden, diese Leute sollen anzufallen. Okay, also. Ich habe eine Frage dazu. Ist das mit der Hintergrund, dass jetzt zurzeit in Israel so viele Israelis sich verschulden? Nein, es ist einfach, die israelische Regierung besorgt nicht über die ökonomische Lage. Und die Leute leben in einem anderen ökonomischen Modell. Ja, das ist sehr, sehr jüdisch. Wir haben kein Geld, kein Problem. Gehen zur Bank und leihen noch die Gelder. Oh, wir haben noch 10 Minuten. Also das ist eine private, nicht kooperative Summe. Das heißt, es ist eine spezifische Problem für Israel. Statt, es war nicht jedes Jahr, ich erinnere noch andere Jahre. Ja, also das ist eine Versagen von der Regierung. Es redet nicht über die Systeme. Ja? Das heißt, die deutsche Staat ist relativ billiger Staat. Ja? Die Leute können mild und relativ billig, ja, existieren. Also im Kurz, wir haben zwei widersprüchliche Zitate. In dem gleichen Buch, 5. Buch Mose, Dvarim, gleiche Kapitel, fast gleichem Satz, sagen ganz unterschiedliche Dinge. Aber doch, wenn wir reden noch die Sätze, die reden über das Geld, ja, und die unterschiedliche Arme und die Reiche, die Tora und noch Propheten, sie immer reden über die private Eigentum. Ja, also das eine Ideal vom Prophet, jeder sitzt ruhig unter seinem Trauben und seine Feigenbäume. Kennen Sie das Zitat? Also das ist eine Idylle. Juden waren damals keine Ingenieure oder Programmisten, ja, sie waren landwirtschaftlich, die ganze Welt. Also die Leute, die hatten auf dem Land gearbeitet. Also im Kurz, wenn wir analysieren, das ist die zwei Sätze, das habe ich ausgewählt, das ist der klassische Widerspruch. Ich habe schon erzählt, warum die Tora schreibt genau in diesem Stil. Ja? Das heißt, wenn wir lesen das seriös und ehrlich und ernst, das muss man sagen, stopp, stopp, stopp. Die Tora widerspricht klar und 180 Grad für sich selbst. Wie kann das sein? Das heißt, das ist eine Methode, eine Lehrmethode, die heißt Darshene. Du sollst mich kommentieren nach Talmud. Du sollst mich kommentieren, diese zwei Sätze, diese klare und deutliche Widerspruch. Das heißt, wir müssen lernen und verstehen, welche ökonomisch-wirtschaftliche Modelle die Tora stirbt. Und die Antwort ist, das ist genau das deutsche Modell. Das ist das Modell mit Kapitalismus, mit privatem Eigentum, aber mit viel, viel Sorge über die Arme. Okay? Und das ist die Antwort.
Und das, was diese zweite Stelle sagt, ja, trotzdem, es werden arme Leute in deinem Land und du sollst besorgen. Du, auch du als Privat und du als Kollektiv, als einem jüdischen oder idealen Staat. Und das ist genau, was heute die moderne, mindestens in Westeuropa, moderne Städte machen. Ja? Gibt es die, was Arbeitslosengeld, ja, gibt es Krankenversicherung und so weiter und so fort. Ja? Also das ist genau die Idee, besorgen über die alle, auch über die Arme. Ja? Nicht vergessen, auch die Leute, die hatten keinen ökonomischen Erfolg, sie müssen auch als würdige und normale Menschen leben. Ja? Also deswegen die Torah gibt keinen Namen oder keine Code für die gewünschte ökonomische Regierung, ja, aber doch die Torah nachfragt, wie müssen wir uns als Staat verhalten. Ja? Also, und das ist die am Kurz nur die diese ökonomisch-wirtschaftliche Facette für den Staat. Also wir haben gesagt, dass der Staat soll gerecht sein, egal welchen Namen trägt er. Ja? Er soll besorgen über alle Bewohner, ja? Auch nicht Juden, also die Leute mit unterschiedlichen Glaubens. Ja? Und die noch längere Thema, das müssen wir besprechen, das ist genau dieser König und von welcher Stelle der Torah lernt, dass es muss ein Staat sein, das heißt keine Anarchie. Die Torah ist gegen, überhaupt gegen Radikalismus. In diesem Sinn, das Leben soll organisiert sein und nicht zufällig. Ja, nicht, dass jeder lebt, weiß nicht was, in einer Höhle in der Wüste. Ja, es muss eine Interaktion zwischen den Menschen sein. Ja? Also, und deswegen, es ist eine Stadt, es ist egal, kleine Stadt, große Stadt, damals das war Stadt der Stadt, ja? Wie Athen, ja? Wie heute bei uns Bremen oder Berlin. Die Hamburg, ja, auch eine Stadt, der auch hat eine föderale Deutung. Also, nächster Unterricht, wir reden über diese König und Königtum, welche Deutung Torah meint für die König und die exekutive Regierung, ja, was ist die Königsverantwortung? Welche König darf er sein? Ja? Das heißt, bei uns heute jemand, der hat, weiß nicht was, keine kriminelle Nachricht, ja? Und so weiter. Ja? Also gibt es Forderungen von uns heute. Und interessant, was angeht nach dem Torah. Ja, diese König und diese königliche Form, wie wieder König oder Königtum, ist es eine wirklich in diesem Fall eine Codename für einen organisierten Staat. Ja? Ja? Okay, das ist alles von mir heute. Die Fragen für heute, wieder, es ist kürzer wegen dieser Zoom-zeitlichen Grenze. Das heißt eigentlich, ist der ideale Staat, das, also was nach dem Krieg entstanden ist, das heißt ja soziale Marktwirtschaft, das wäre dann der moderne Begriff dafür. Ja. Also natürlich, trotzdem die Heilige Schriften reden über die Sklaverei, es ist klar, dass Sklaverei ist kein Idealfall. Ja? Also die Heilige Schriften nur nehmen diese Sklaverei als Realität. Ja, aber es ist nicht das eine Pflicht. Ja, es ist besser, natürlich, bessere Welt ohne Sklaverei. Und noch mehr, es ist besser, die Leute sind selbstständig und haben genug Gelder, nicht am Hängen vom Staat und von anderen reichen Leuten werden. Ja? Also, und diese
unsere heutzutage Wahrnehmung des Staates eine Form, die besorgt für kleine, unerfolgreiche, krankende, Arbeitslose und so weiter. Das ist richtige, das ist richtige Idee, die kann man nachvollziehen vom Torah. Ja? Also wir müssen nicht ignorieren die Krankende oder nicht erfolgreiche oder arme Leute. Die jeder Mensch, wie genau steht in Bechkastens, da ist es, hat menschliche Würde, ja, und Torah geht noch weiter. Torah sagt, die jeder Mensch hat eine göttliche Würde. Ja? Und deswegen, weil der Mensch wurde in der göttliche Vorbild geschafft, das müssen wir besorgen über jede Einzelne. Ja? Auch die Reiche, auch die Arme. Natürlich gibt es die Facetten und Lebensteile, wo alles gleich ist, im Sinn, dass jeder muss dem Gott akzeptieren. Jeder muss für sich spenden, mindestens halb Schekel. Ja? Weniger von einer Minute ist es geblieben. Also, jeder muss auch reich, auch arm. Ja? Das steht im Torah. Aber doch, die Arme müssen mehr besorgen werden. Das ist klar, oder? Und Torah sagt noch mehr. Okay, tatsächlich Talmud. Zdaka. Ja, was ist Zdaka? Gerechtigkeit. Vielleicht reden wir nächstes Mal auch über dieses Gebot. Und wir sehen nächstes Mal, dass dem König und einem Staat gründen, mindestens jüdische Staat, ist eine Pflicht vom Torah. Nicht so wenige. Also es ist eine Pflicht, eine König oder eine organisierte Regierung schaffen. Ja, und die ersten 400 Jahre, die Juden waren ohne König und ohne eine